Neustift im Stubaital. Die Familie Siller bewirtschaftet den Hirser Hof im Nebenerwerb. 6 Graufühlkühe, ein paar Kälber, Haflinger und ein Pony und der Hahn mit seinen Hennen gehören genauso zum Betrieb wie die Zimmervermietung. Ein wichtiges Zusatzeinkommen für die junge Familie, die den Hof seit kurzem führt. Also vor 2 Jahren haben der Mann und ich den Betrieb eben von den Schwiegereltern übernommen. Sie haben früher im Winter am Hof die Gäste, die Zimmer vermietet und im Sommer haben sie Almen bewirtschaftet gehabt. Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Wir haben im Sommer natürlich die Gäste auch bei uns im Haus und möchten eben in die Leute ein bisschen mehr mitgeben, was Tiroler Landwirtschaft heißt und was sie auch am Hof bei uns erleben können. Ein gelebtes Miteinander und der Zusammenhalt ist Garant für einen erfolgreichen Familienbetrieb. Also momentan am Hof sind der Mann und ich mit unserer kleinen Tochter, die ist jetzt 1,5 Jahre alt, die Schwiegermama, Schwiegerpapa und noch die Schwester von meinem Mann. Und natürlich müssen sie alle mithelfen. Nein, wir haben ganz ein gutes Verhältnis, Gott sei Dank. Und wir helfen ganz gut zusammen, ganz egal, um was es geht. Nach dem Umbau der neuen Ferienwohnungen war die Unterstützung durch Urlaub am Bauernhof für die jungen Hofübernehmer sehr wichtig. Sie haben immer die neuesten Standards zu Tourismus. Wie geht es von der Zukunft her? In welche Richtung geht es? Das ist schon einmal ganz wichtig. Und natürlich auch die Zusatzleistungen mit dem Channel Manager, mit den ganzen Fragen, die man haben kann, mit die ganzen Schnittstellen im Internet mit Online-Buchen, das ist alles ganz wichtig. Unter anderem auch, weil es für mich jetzt auch neu ist und wir das davor am Betrieb auch nicht gehabt haben. Um kommende Herausforderungen gut bewältigen zu können, hoffen die Vermieter auf die weitere gute Zusammenarbeit mit dem Dachverband Urlaub am Bauernhof. Für die Zukunft erwarte ich mir, dass sie mir weiterhin allem helfen, wenn ich was brauche. Aber das hat echt gut funktioniert. Sonst erwarte ich mir eigentlich von Urlaub am Bauernhof, dass sie uns Vermieter allem auf dem aktuellen Stand halten, Tipps geben, in welche Richtung geht's und auch, wenn rechtliche Änderungen sein, dass wir einfach allem informiert sind.